Herzenswünsche. Müsste ja eigentlich ganz leicht sein, die zu manifestieren. Ne? Wünschen und bekommen. Bestellungen beim Universum. Kannst im Äußeren machen, was du willst. Manifestieren, was du willst. Ziele setzen, aufschreiben. Aber wenn im Inneren keine Resonanz ist zur Schwingung der Wünsche, die du da ins Universum hinausschleuderst, können sie de facto nicht erfüllt werden. Vielleicht werden sie erfüllt, aber du würdest sie nicht als solche erkennen oder wahrnehmen oder annehmen können. Weshalb ich auch immer wieder gern das Beispiel verwende von Groucho Marx, der sagte, ich würde nie einem Club beitreten, der mich als Mitglied akzeptieren würde. Was meint er damit? Naja, das, sagen wir so, in Beziehungen kannst du die meisten Gegensätze überbrücken, aber einen nicht, das ist Selbstwertgefühl. Und wenn eine Person deutlich mehr oder weniger Selbstwertgefühl hat als die andere, kann die Beziehung nicht funktionieren. Es ist nicht überbrückbar. Ich kenne kein Beispiel, kein Gegenbeispiel. Wenn du eine Frau triffst und sie findet dich cool und du findest dich aber nicht im Inneren wirklich so cool, dann wirst du denken, bewusst oder eher unbewusst, ja, mit der, wenn die sich mit mir einlässt, kann mit der was nicht stimmen. Und dann wirst du sabotieren und irgendwann wird sich wie bei kommunizierenden Röhren oder bei der Wasserwaage das Equilibrium wieder einstellen. Martha Beck beschreibt sehr schön in einem Buch, ich glaube, sie war es, eine Fallstudie von einem Mann, der in einer Firma war jahrelang und dann irgendwie zu einer relativ heftigen Position befördert wird, der sich im Grunde seines Herzens im Inneren nicht wirklich gewachsen fühlt. Natürlich hätte er diese Position gerne und er hat jahrelang darauf gehofft und wollte das. Aber irgendwie hat er beim Gedanken daran das Gefühl gekriegt, wie ein Hochseilartist beim Runterschauen. Da wird es ihm schwindelig und hat gedacht, naja, früher oder später werden die merken, dass ich eigentlich es doch nicht wirklich drauf habe. Und dann hat er halt unbewusst angefangen, das Ganze zu sabotieren und hat auch dann irgendwie sich am Vorabend, wo es eigentlich die Feier war dazu, sich besoffen und wurde sogar ausfällig und hat sich daneben benommen und am nächsten Tag wurde er dann tatsächlich nicht nur nicht befördert, sondern sogar gefeuert. Und dann hat sie ihn dann wiederum gefragt, sagte, ja, ganz ehrlich, im Grunde genommen fühlt er sich jetzt wieder wohl. Er konnte mit dem Stress nicht umgehen, dem Druck. Seine Frau hat ihn gleichzeitig auch noch verlassen. Kam alles zusammen, das war so ein richtiger Vollabsturz, ja. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe zeitweise $250.000 im Monat verdient, steuerfrei. Im Monat, nicht im Jahr. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es Blutgeld war. Ich habe es tatsächlich geschafft, dieses ganze Geld dann auch wiederum loszuwerden. In kürzester Zeit. Wie gewonnen, so zerronnen, weil ein Teil von mir wusste, dass mir das Geld nicht gut tut, dass es mir nicht zusteht. Und so schnell war es dann auch wieder weg. Es gibt viele Methoden, mit denen du dich sabotieren kannst. Ganz, ganz viele. Im Wesentlichen ist es meistens entweder, es steht mir nicht wirklich zu. Das meiste davon ist unbewusst. Bis zu 100% können unbewusst sein davon. Oder unbewusste Schuldgefühle, unerlöste Schuldgefühle irgendeiner Art können dich sabotieren. Und es wird dich daran hindern, die Sachen zuzulassen, reinzulassen oder sie zu genießen. So wie Bernie Siegel, ein Arzt, den Spruch geprägt hat, ich erklomm die steile Leiter des Erfolgs, nur um festzustellen, ich hatte sie ans falsche Gebäude angelehnt. Oder David Bowie sang davon auch schon, Changes. And every time I had it made, I found the taste was not so sweet. Jedes Mal, wenn er es geschafft hat, hat er gemerkt, es ist gar nicht so toll. Und wer hat das vielleicht schon mal erlebt, dass du ein Ziel erreicht hast und alles dafür getan hast, dann hast du es irgendwann erreicht und plötzlich hast du gemerkt, eigentlich, ja und jetzt? Ich meine, was passiert denn? Warum bringen sich manche Hollywood-Stars oder Musiker um? Oder vielleicht bringen sie sich nicht direkt um, aber indirekt bringen sie sich um durch Drogen oder kriminelles Verhalten oder was auch immer. Dann denken sie, ja, die nächste Sache, ich fühle mich zwar im Inneren leer und scheiße und unwert, aber wenn ich erst Geld habe, dann. Oder wenn ich erst Erfolg habe, dann. Oder wenn ich erst Frauen habe, dann. Junge Basketballspieler aus dem Ghetto, wo du eine 91%ige Chance hast, deinen Vater nicht zu kennen. Und eine 97%ige Chance, von einem anderen Schwarzen erschossen zu werden. Spielen Basketball, irgendwann entdeckt sie jemand, sie werden gedraftet in die NBA, verdienen plötzlich $10 Millionen im Jahr. You can take the young guy out of the ghetto, but you can't take the ghetto out of the guy. Und die haben noch nie in ihrem Leben Geld gesehen und plötzlich haben sie Millionen in der Hand. Und dann kaufen sie nur Scheiße. Porsche, Lamborghini, das passiert so leicht. Wenn dein innerer Geldthermostat oder Selbstwertgefühlthermostat auf die falsche Temperatur eingestellt ist,
dann kannst du mit Geld einfach nicht umgehen. Du wirst es immer wieder schaffen, das Geld loszuwerden. Es wird dir immer hinter den Fingern, zwischen den Fingern zu rennen. Weil irgendein Teil von dir nicht wirklich das Gefühl hat, es steht dir zu, du hast es erarbeitet. Ja, alles muss harte Arbeit sein, sonst hast du es nicht verdient. Das Problem damit ist aber, dass du dieses Gefühl von, ich habe es nicht wirklich verdient, möglicherweise jahrelang unbewusst irgendwo im Schatten mit dir rumschleppst und es gar nicht weißt, dass es dich immer wieder zu Fall bringt. Ich habe mich jahrelang finanziell sabotiert, weil ich mit 12 Jahren kam ich nach Deutschland, sprach extrem mittelmäßiges Deutsch bis schlecht und meine Eltern galten als relativ wohlhabend und vor allen Dingen als amerikanische Imperialisten. Das war so die Ära Brandt, Sozialismus. Schon seitdem habe ich ein unglaublich herzliches Verhältnis zu allem linken Gedankengut, Sozialismus etc. Wurde angefeindet. Gut, ich muss dazu sagen, ich wurde in einer gepanzerten Limousine mit Chauffeur und Bodyguard vor der Schule abgesetzt. Hätten mich meine Eltern in einen rosa Hasenanzug reingepackt und vor der Schule abgesetzt, hätte es nicht peinlicher sein können. Und da hatte ich natürlich den ganzen Hass der Schule auf mir und dann noch als Drecksami. Schon daher habe ich ein unglaublich herzliches Verhältnis zu Deutschland, glaub mir. So richtig innig und tief. Ich musste immer wieder an Dürrenmatt denken, der Besuch der alten Dame. Ich würde gerne nochmal in diesen Ort in Rheinhessen gehen. Habe ich auch gemacht dann. Ich habe meine Corvette mit dem Flieger. Ich dachte, Sozialneid zeige ich euch, ihr Wichser. Ich habe meine besten Freunde, in Anführungszeichen, also meine Hater-Neider eingeladen. Wir sind alle zum Frankfurter Flughafen gefahren. Dort habe ich eine nagelneue rote Corvette aus einem Flieger von United Airlines airliften lassen nach Deutschland. Und die wurden alle blass, wo sie gesehen haben, wo das Auto dann aus dem Flugzeug da dann runtergefahren wurde. Das war mir so eine Genugtuung. Weil früher habe ich mich immer versteckt und dachte, ich muss immer so tun, als wäre ich einer von denen, angepasst sein, mich unter den Scheffel stellen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, mach's, dreh's grad um. Jetzt erst recht, ihr Wichser. Das zeige ich euch wirklich. Aber das ist halt das Problem. Wie bei Jerry Nestor Hicks, Ask and It Is Given, oder? Der schlechte deutsche Titel Wünscht und Bekommen, der sich wirklich sehr billig anhört. Aber was sagt die da in ihrem Buch? Oder was sagen die in dem Buch? 3 Stufen des Manifestierens. Erstens, du entwickelst im Kontrast des Lebens Vorlieben. Und aus diesen Vorlieben heraus entwickelst du Wünsche. Selbst wenn du sie nicht formulierst, hast du diese Wünsche. Und die äußerst du dann. Das Universum hört das. Schritt 2, das Universum antwortet und erfüllt dir diesen Wunsch, immer und ohne Ausnahme. Aber jetzt kommt der Trick. Punkt 3, wieder deine Aufgabe. Du musst in der Lage sein, nach dem Gesetz des Zulassens, die Erfüllung dieses Wunsches anzunehmen. Und da wird es schwierig. Mit Abstand der schwierigste Schritt. Und der, wo 99% aller Wünsche dran scheitern. In 99% aller Fälle bei 99% aller Menschen. Mit dem Zulassen. Stell dir mal vor, du sitzt, mein Leben ist scheiße. Sitzt du in deiner Wohnung. Draußen kommt der FedEx-Typ, der DHL-Typ, der UPS-Typ, Deutsche Post. Alle laden Päckchen vor deinem Haus ab. Aber du gehst nicht mal an die Tür, weil dein niedriges Selbstwertgefühl sagt, da kommt nichts und da ist nichts und ich bin nichts und guckst nie. Draußen stapeln sich die Päckchen vor deiner Tür, aber du kannst sie nicht reinlassen. Würden nicht durch deine Tür passen. Sprich, durch das enge Nadelöhr deines niedrigen Selbstwertgefühls. Das ist der Grund, warum Gebete nicht erhört werden und Wünsche nicht erfüllt werden. Oder aber, dass sie vielleicht von vornherein nicht wirklich richtig für dich sind. Und dann gilt natürlich der Satz, be careful what you wish for, you might just get it.